wollte heute mal die neuen Angebotspakete der Fytech zum Thema Security zeigen. Wir haben versucht, da möglichst gut Pakete zusammenzustellen, die so die typischen Anforderungen im Bereich Security widerspiegeln. Und wir haben das aufgeteilt in Basic, Advanced und Maintained. Im Prinzip ist das Basic das, was wir kostenlos mit jedem Verkauf von einem Modul in unserem Betriebssystem mitliefern und was schon alles vorbereitet ist. Da gibt es dann auch im Prinzip verschiedenste Features, die da vorbereitet sind, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das Advanced-Paket ist mit unserer Unterstützung, wo wir dann diese Grundlagen individuell zusammenkonfigurieren, in Abhängigkeit von dem, was der Kunde eigentlich braucht. Und das Maintained-Angebot ist im Prinzip, dass wir diese Sicherheit, die wir da erreicht haben, durch diese Konfiguration auch langfristig für den Kunden pflegen. Das beinhaltet zum Beispiel auch die komplette Pflege vom Betriebssystem. Und natürlich kann man das Ganze, diese ganzen Komponenten auch individuell zusammenstellen. Das heißt, man ist hier nicht an diese Angebote gebunden. Die sollen eigentlich nur eine Orientierung geben. Was braucht man denn typischerweise und was muss man alles beachten? So, und im Prinzip bestehen diese Komponenten aus sechs verschiedenen Themen, die man abdecken muss im Bereich Security. Einmal haben wir das Consulting, das heißt, wir supporten den Kunden natürlich und unterstützen ihn. Beim Basic helfen wir ihm mit einem kurzen, kostenlosen Einstieg in die ganzen Tools und Dinge, die wir vorbereitet haben, helfen ihm auch ein bisschen mit seinem Security-Konzept und beraten so ein bisschen im Bereich Best Practice, was macht man so, was muss man beachten. Dann haben wir die Finox Distro, das ist im Prinzip unser Betriebssystem, was natürlich dann schon alle Software-Features für die Security-Mechanismen vorbereitet hat. Das heißt, Secure Boot ist schon vorbereitet, muss im Prinzip nur noch individuell konfiguriert werden. Was wir nicht, Hardening ist schon vorbereitet, Login, User-Logins und was wir nicht, Data Encryption und auch Authentifizierung von Geräten. Das sind alles schon Mechanismen, die vorbereitet sind. Dann haben wir die Geräteinitialisierung. Das ist im Prinzip ein Angebot von uns, wo wir die sämtlichen benötigten Keys und Zertifikate in der Produktion vor der Auslieferung auf das Gerät aufspielen können. Das heißt, der Kunde braucht keine eigene Secure Area mehr in seiner Produktion, wo da gesichert die Keys aufgespielt werden. Wir haben da eine eigene Secure Area, die abgekapselt ist von sämtlichen restlichen Systemen und die da im Prinzip mit zertifizierten Personal sicherstellt, dass hier keine Secrets nach außen gelangen. Und dann haben wir hier im Prinzip das Update- und Device-Management. Braucht man typischerweise auch, wenn man ein sicheres System hat, dass man sicherstellt, dass man auch mal Sicherheitslücken stopfen kann, indem man halt Software neu aufspielt, neue Versionen davon. Das Software-Lifecycle-Management ist in einigen dieser Angebote, also in dem Maintained-Angebot, auch mit integriert. Da handelt es sich im Prinzip darum, dass wir das Betriebssystem für den Kunden langfristig pflegen, neuere Kernel-Versionen zur Verfügung stellen und immer nach seinen Spezifikationen immer wieder testen und sicherstellen, dass alle Features des Kunden noch funktionieren. So, und dann haben wir CVE-Checks, das heißt, wir prüfen im Prinzip das Betriebssystem, unser Betriebssystem beziehungsweise bei den Individualangeboten auch das Kundenbetriebssystem auf Vulnerabilities, also auf Sicherheitslücken, die auftreten und können diese dann auch beheben. Natürlich kann man das alles auch individuell zusammenstellen. Also wenn ein Kunde sagt, nein, ich möchte lieber die All-in-One-Fertiglösung für Update- und Device-Management und alles schon aufgebaut und maintained im Server, dann kann man zum Beispiel die Lösung von Connective nehmen, die haben wir auch mit im Angebot. Oder man nimmt die RAW-Cockpit-Lösung, wo wir dann im Prinzip vorgefertigt einen Docker-Container schon mitliefern, der Kunde dann aber selber im Prinzip den Update-Server maintainen muss und auch hosten muss. Das ist alles frei skalierbar. Und genauso ist auch die Auswahl der einzelnen Komponenten frei wählbar. Wie gesagt, wir haben hier nur Dinge zusammengestellt, von denen wir denken, die passen gut zusammen. Ja, das war's bei uns.